Ja, ich möchte nochmal auf Impulse eingehen und einfach an dieser Stelle jetzt nochmal betonen, alles, was ich sage, damit erhebe ich keinen Anspruch auf so ist es. Natürlich gibt es eine absolute göttliche Wahrheit, aber ich behaupte nicht, dass ich da stehe, die immer und überall und in jedem Punkt zu kennen. Da kann mal eine göttliche Weisheit, eine Wahrheit von mir kommen, sonst würde ich das ja auch nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass es im Moment gerade so ist, an manchen Punkten, dass ich nicht wirklich was zu sagen habe, dann würde ich nicht reden. Aber das ist alles das, was ich gerade sehe von dort aus, wo ich gerade stehe. Und ich habe mich auch manchmal eher ein bisschen geärgert, wenn da so viel Absolutheit schon drin sein konnte. Das hat jetzt gar nichts mit der UCG und mit Ivo zu tun, aber zum Beispiel AZK, wenn da von Leuten, die wirklich was Gutes rübergebracht haben, die haben rübergebracht, dass es möglich ist, ja, ohne Augen zu sehen. So wie viele Blinde das ja auch können, mehr oder weniger ausgeprägt. Aber sie haben eben auch gesagt, das hätte nichts mit dem dritten Auge zu tun und das dritte Auge ist ja gar nichts, weil sie einfach keine Ahnung haben, was ein Mensch, bei dem das dritte Auge wirklich richtig geöffnet ist, weit offen ist, sage ich jetzt mal, ja, sinnbildlich gesprochen, was der alles wahrnehmen kann. Das ist noch mal eine ganz andere Dimension und eine Menge mehr. Und ich habe es so differenziert dargestellt. Ich mache es mal am Beispiel von Heilung und Heilen. Jeder Mensch kann die Selbstheilungskräfte von der Quelle, von Gott, durch sich hindurch fließen lassen. Also seine göttlichen, gottgegebenen Selbstheilungskräfte aktivieren und braucht dann im Grunde, wenn es rechtzeitig und frühzeitig geschieht, vielleicht keine Operation, all das, ja, weil das ist da. Man muss es nur nehmen, empfangen, aktivieren. Aber da das eben viele in dieser Zeit allein noch nicht können, helfen Heiler. Und die Heiler sind dann Kanal, ganz egofrei. Im Ego, ein Heiler, der im Ego ist, in dem Moment, das funktioniert gar nicht. Das geht nur, wenn das Ego zumindest in dem Moment weg ist. Aber wir leben nun mal in einer, oh, jetzt ist, glaube ich, hier gleich Ende, dann mache ich morgen weiter.